Ich habe Besuch hier oben im Hang. Da ließ sich die Neugier doch tatsächlich nicht mehr besiegen. Die ganze Herde ist angestürmt gekommen, um zu gucken, was ich hier mache. Dem Frechdachs, dem konnte ich noch ein paar Walnüsse hinwerfen. Aber die Krähen halten sich jetzt vornehm zurück. Und ich habe noch nicht alles Futter verteilt, weil die fressen alles. Die fressen sogar Nüsse auf, wenn sie sie zu fassen kriegen. Und das muss nicht sein, weil das könnte Bauchweh verursachen bei Kühen. Das mache ich natürlich nicht. Ne? Das ist jetzt 8:45 und es sieht so aus, als käme die Sonne doch noch durch. Das wäre ja toll. Ich weiß nicht, was die Rabenkrähen-Rasselbande da gehabt hat eben. Auf jeden Fall muss es ein Störenfried gewesen sein. Vielleicht Milan. Ich habe ihn aber nicht sehen können. Aber wie ihr seht, heute ist Frechdachs wieder, also richtig nah dran. Ich habe dem oben im Hang schon etliche Stückchen geben können. Das Tierchen hält sich tatsächlich jetzt immer in meiner Nähe auf. Das ist unglaublich. Ich werde mal noch was verteilen. Auf jeden Fall ist jetzt die Sonne noch rausgekommen. Aber was mir wirklich auffällt, seitdem diesen Kahlschlag hier gemacht haben, höre ich kein Pyrol mehr. Das ist so schade.
Ich bin ja nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich recht gehabt habe, dass ich ihn schon gehört habe, kurz vorher, bevor die hier angefangen haben. Aber ich glaube ja. Und auch Schwarzspecht, Grünspecht und selbst die Buntspechte sind ziemlich rar seither. Man hört sie mal von Ferne. An die Futterstellen kommt keiner mehr. Und ja, also echt, die Meisen und Finken und das Rotkehlchen, die haben mir die Treue gehalten und die Krähen natürlich. Aber sonst ist es in diesem Frühjahr wirklich recht bescheiden. Aber ich kann mich ja freuen über meinen neuen Freund. No. Das ist doch richtig toll. Das sind doch nun auch schon die einen oder anderen Pünktchen von Grün zu entdecken in der Landschaft. Es geht los. Die Büsche, die treiben schon kräftig aus, die alten Bäume noch nicht. Aber das wird wohl auch nicht mehr lange dauern. Das ist Flauschi, Herr des Reviers. Und der schmeißt gerade den ganzen Schwung von den anderen Krähen raus aus dem Revier. Ich denke mal, so lange wird das nicht mehr gehen, dass hier alle herkommen und sich die Sachen holen. Da kann ich ja fast nur hoffen, dass der Frechdachs die Chance hat, hier zu bleiben. Der räumt richtig auf gerade. Die Stellen, die sind ratzikaleer. Hier sind noch ein paar Krümel unter der kleinen Eiche für die Maischen und so. Die holen sich die Sachen noch, die Krähen werden dann noch die letzten Reste von Nüssen rausklauben, könnte ich mir vorstellen. Ich werde aber noch nicht nach Hause fahren. Ich gehe noch nach oben in den Hang und lasse hier dann die Reste suchen. Ich hoffe immer noch, dass ich die Gänse vom letzten Mal noch mal wieder sehen kann. Bis jetzt hat sich hier rund um den alten Fuchsbau, wo ich drauf schauen kann, nichts getan. Aber ja, das sind ja auch nur die Ausgänge, die nach hierher schauen. Ne? Die Richtung Weide gucken, also in die weitere Gegend, die sieht man ja nicht von hier aus. Das war ein Stück von meiner Schnitte mit Käse.
Und jetzt naht Flauschi. Seit Flauschi das erste Mal aufgeräumt hat, ist es wirklich entschieden ruhiger geworden rund um mich rum. Es sind bei weitem nicht mehr so viele hier. Er ist tatsächlich am Rausschmeißen, was er zu fassen kriegen kann. Tja, jedes Jahr das gleiche Spiel. Ne? Aber ich muss sagen, es war wirklich wieder eine Menge hier, oder? Jetzt hat sich mein Frechdachs schon eine Weile nicht sehen lassen. Es geht auf 11 und ja, ich werde jetzt hier aus der Kuhle rausziehen. Wie man sieht, ich konnte tatsächlich sogar die Jacke ausziehen. Allerdings kann man das nicht lange, ja, nur wenn es einem zu warm ist, mal eben kurz. Komm, mein Schatz. Na komm, ist doch alles gut. Oh, Spatzeli.
Na gut, falls ich nichts mehr vor die Kamera kriege, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und fürs Interesse. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.